Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shot Meets vom 2.6.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schauen wir in den heutigen Itemshop rein. Und da sind wieder die Fußball-Skins. Dann haben wir das Hangtime-Paket zurück und hier vorne die verwegene Duellantin. Ja, da würde ich mal sagen, ja, dann fangen wir halt einfach mal hier auf der linken Seite an. Das hier brauchen wir alles gar nicht mehr zu machen. So, verwegene Duellantin. Können wir ja mal gucken, wie sich dann da das Voting ergeben hat. So, also von mir kriegt die 7 von 10. Was kriegt sie von dir? 8 von 10. 8 von 10. So, und schauen wir mal. Das ist die Daring Duelist. Daring Duelist hat ein Voting von 4,15 von 5 bei 26 Votes. Am 3. Mai 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 2 mal 27 Reminders. Dann haben wir hier diesen Funkenzünder. Eigentlich einen ganz coolen Werkzeugeffekt hier. Die Funken, die fliegen da schön. Von mir kriegt er deswegen 8 von 10. Ich weiß auch nicht, warum der Funkenzünder heißt. Wenn der Funken schlägt, der gleich. So. 6 von 10. 6 von 10, okay. Was 7, ne? 8 von 10 habe ich sogar gegeben, ja. Das wenigstens ein schöner Effekt da. Ja, da haben wir jetzt hier ein Voting von 3 von 5 bei 6 Votes nur. Dann haben wir hier das Hangtime-Paket. Das habe ich ja bereits vorgestellt, oder das haben wir bereits vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du da bereits Noten für abgegeben hattest. Du kannst auch nochmal Noten geben, ne? Ist erst vor kurzem da gewesen. Ja und? So. Ich gebe dem, der komischen da, 5 von 10, dem gebe ich 8 von 10. So, rechts oben in der Ecke, das Video dazu könnt ihr euch gerne anschauen, wenn es euch interessiert. So, also Hangtime-Paket wieder zurück. Schauen wir mal, wie sich da das Voting insgesamt aktuell ja, ergeben hat. Das wäre mal ganz interessant jetzt hier. Was haben wir denn da? 3,96 von 5 bei 48 Votes bei Clutch. Und beim Grind haben wir ein Voting von 4,5 von 5 bei 8 Votes. Boah, super. Jo, dann haben wir hier die Fußballskins. Auch dazu einfach oben in der rechten Ecke habe ich ja jetzt nochmal ein Video gemacht, welche die beliebtesten sind. Ein Ranking quasi. Ja, guckt es euch einfach mal an, wenn es euch interessiert. Lass mich raten, der beliebteste war der zweite. Ich werde dazu jetzt nichts sagen. Einfach mal ins Video schauen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. So, dann gehen wir jetzt hier schon zu den Daily Items rüber. Und ja, ich gebe am besten keine Noten dazu. Fastball. Ich finde den richtig cool. Kriegt von mir 8 von 10. 4 von 10. Ich weiß nicht, was du daran cool findest. Ich finde den cool. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja. 4 von 5 bei 31 Votes. Am 28. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem 57 Reminders. Und das letzte Mal vor 29 Tagen am 4. Mai im Shop für 1200 V-Bucks der Fastball. Den Flugkarpfen. Unser Pokéball mit Flossen kriegt von mir 9 von 10. 8 von 10. Das ist der Flying Carpet. Flying Carp. Und Flying Carp hat ein Voting von 4,25. 4,24 von 5 bei 17 Votes zum ersten Mal am 25. November 2018 im Shop gewesen, seitdem normal mit 24 Reminders. Und das letzte Mal war das drin gewesen vor 8 Tagen. Vor 8 Tagen schon. Schon. Ja, es ist noch gar nicht so lange her. So, dann haben wir diesen Korbleger nochmal. Vor 8 Tagen erst nicht schon. 8 von 10 für 200 V-Bucks. Magst du den? Ich mag den eigentlich, aber ich sag mal so, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, wo ich ihn einsetzen soll, weil ich habe jetzt aktuell so viele Emotes schon. 200 V-Bucks für das Teil, 8 von 10. Das ist der Bucket. Und der Bucket hat hier ein Voting von 3,4 von 5 bei 15 Votes. Ja, 23. Mai 2019 ist das erstmal drin gewesen, dreimal seitdem. Das war das letzte Mal vor 3 Tagen am 30. Mai im Shop. Ja,
Der kommt jetzt oft rein. So, dann haben wir den Hypernova. Kein gutes Kind, 6 von 10. Ja, von mir kriegt er auch 6 von 10, der Hypernova. Bin ich deiner Meinung. Haben wir hier ein Voting von 3,0455 bei 25 Votes am 5. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 4x, 7 Reminders und das letzte Mal vor 25 Tagen am 8. Mai im Shop gewesen. Oh, 8. Mai. Batsickle, Sichelschläger. Nicht gut. Standardpicke, also was heißt Standardpicke? Alter, der ist schon so oft jetzt drin gewesen. Ich gebe jetzt mal einen Tipp ab, der war jetzt schon 34 Mal drin. Ich sag's jetzt einfach mal so. 34 Mal schon. Ich sag 35 Mal. Das ist aber knapp jetzt. Ja, und? So, okay. Ich sag, Batsickle kriegt von mir 7 von 10. Ja, von mir auch. 7 von 10 für 800 V-Bucks. Ja, die Batsickle. Finde ich nicht gut, 7 von 10. Alles klar, eigentlich. Nee, es ist okay. Habe ich gesagt, ich finde die nicht gut? Das hast du, glaube ich, gesagt. So, 33 Mal. Sogar knapp dran. Siehste, hier, also 3,47 von 5 bei 57 Votes. Zum ersten Mal am 12. November 2017. Seitdem 33 Mal Users with Reminders 79. Und das letzte Mal drin gewesen vor 13 Tagen. Vor 13 Tagen, genau. 20. Mai. Ja, und dann haben wir noch das Mookie-Spiel. Findest du das gut? Ja, das finde ich ziemlich witzig, muss ich sagen. Kriegt von mir 9 von 10 für 200 V-Bucks. Ja. Echt? Finde ich ziemlich witzig. 7 von 10. Müssen wir schauen. 7 von 10. 9 von 10. What? What? Dankeschön. Waschbär. Dankeschön. So, okay. Ja, ich gebe dir 7 von 10. So, warte. 3,2255 bei 9 Votes zum ersten Mal am 24. Mai 2019 im Shop gewesen. Oder? Willst du den jetzt haben oder nicht? Spar deine V-Bucks. Oder willst du den Korbleger haben? Nein, Korbleger auf gar keinen Fall. Spar lieber deine V-Bucks. Spar lieber deine V-Bucks. Ach, da kommen nur noch einige drauf. Okay. Ja gut, dann mach halt. Okay, also. Ja. Oh, Tiggy. Tiggy Bär. So, und ja. Dankeschön, ja gleich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es mal rein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit uns. Bis dann. Macht's gut.